Wie so oft am Meer. Man denkt nichts Böses, hofft auf was Gutes. Doch dann hängt wieder einer am Haken. Ein Eidechsenfisch. Anfangs freut man sich noch über ihn. Man sieht sich entschneidert und manchmal nimmt man einen mit nach Hause. Doch mit den Jahren betrachtet man seinen Fang eher als eine Art schwarzer Peter. Fängt man mehrere davon innerhalb kurzer Zeit, ist es ein Indikator für die Abwesenheit größerer Räuber. Diese kleinen Biester attackieren aber auch alles, insbesondere aber, was quietschbunt oder funkelnd glänzend ist. Dafür sind sie aber auch nicht kamerascheu und die einzigen Fische, die ich im Meer mit angehängter Kamera fangen konnte. Da sie sich am Boden aufhalten, lassen sie sich mit Jigs am einfachsten überlisten. Dabei sind sie so gierig, dass sie den Jig oft schon im Fallen nehmen. Von einem Drill kann man bei Eidechsenfischen eigentlich nicht sprechen. In diesem Fall habe ich nicht einmal gemerkt, dass einer hängt. Wir begegnen am Mittelmeer und Ostatlantik meist zwei verschiedenen Arten. Der von mir so bezeichnete Felseneidechsenfisch bevorzugt steinige Untergründe, wie dieses Monster hier. Eine andere Art bevorzugt sandige Böden, in die sie sich auch eingräbt. Beide Arten werden bis zu einem halben Meter lang und können dann ein gutes Kilo wiegen. Sie greifen selbst solche Ködergrößen an, wo man glauben würde, man könne sie als Beifang ausschließen. Sogar auf Topwaterköder habe ich diesen Grundfisch schon gefangen. In der Küche ist er leider kaum zu gebrauchen. Sein Fleisch zerfällt leicht und verfügt über einige Fleischgräten. Man kann ihn aber gezielt mit Jigs als Köderfisch fangen, denn für Rochen und Grundhaie ist es die natürliche Beute. Auch wenn die Eidechsenfische gefährlich und bissig ausschauen, so sind sie doch eigentlich harmlos. Die Zähnchen sind zwar spitz, jedoch nicht fest im Kiefer verankert. Eine Gefahr für den Angler geht von einem anderen kleinen Monster aus, das man nicht mit dem Eidechsenfisch verwechseln sollte. Dem Petermännchen. Allein durch seinen schwarzen Fleck auf der Rückenstachelflosse ist es auch eigentlich nicht zu verwechseln. Diese Stacheln und Dornen am Kopf sind hochgiftig. Dennoch ist das Petermännchen auf dem Teller ein Leckerbissen. Hier nochmal zum Vergleich die beiden hauptsächlich anzutreffenden Eidechsenfischarten. Auf Spanisch heißt der Fisch übrigens Lagarto, genauso wie sein an Land lebender Namensvetter.